Are you ready, Boots? Start walking. Oh ja, die Truppe steht direkt auf der Westseite. Sehe ich von hier aus. Ich komme zu dir, Lutz. Kann die FOP hier oben noch down halten gerade? Also alles, was da rauskommt. Hofer, ganze Squad im Süden. Ich weiß. Lohnt es auf dem Berg, kann ich da in die Hub reingucken? Mehr als das. Ja. Gut. Kannst du einmal die Hub markieren, Hofer, mit dem Angriff? Nee, ich hab die Hub-Position noch nicht genau. Die ist da unten beim Compound. Ich wieder auf Schaffen drin. Westlich von der Hub. Von der TOW. Ja, bin down. Die Hub muss hier also unten irgendwo sein, in dem Compound. Irgendwo hier. Nein, die Hub ist auf der Westseite vom Compound, wo der Lodgy steht. Ja, ich hab's ja markiert. Ja. Da sehe ich hier gar nichts. Ja, du noch dir. Scott 1 versucht, die FOP da auseinanderzubauen. Ja, Steiner ist geflippt da unten mit dem Lodgy. Ich weiß nicht, ob wir den wieder hochkriegen. Sonst müsste er ihn zerstören. Wir haben in der Main noch zwei Lodgys. Ich hole einen Lodgy in der Main, vergiss es. Ja, bitte? Wie viele Baupunkte dürfen wir verschwenden? Das muss man sagen. Also ja, verschwenden ist. Ja, nochmal 2000 Bau. Also darf ich 1000 verschwenden? Hi, ja, bei mir klar. Oben sind Diener. Danke sehr. Bin gestorben in Süden. Wie viele sind jetzt noch drauf, Freak? Ich sehe es gerade nicht. 1500. Wir haben 1500 derzeit. Ja, ich bringe nochmal 1500. Und run andere. Genau aus der Richtung kommt. Das ist ein Squad-Leader, der hat mich gemarkt. Ja, Leute, ihr müsst euch im Süden neu ausrichten eventuell. Beziehungsweise, Olga, du hast das jetzt eh mal, ich fahr mal hoch, gell? Da kommt ein Infanterist über den Berg. Sind unsere, glaube ich. Achtung, wenn du reinfahrst, das steht ein 30er am Westseite, oder? Olga, bitte weiter schauen, dass du. Wir haben genug. Ja, verstehe, wart kurz. Ah, ich hab. Ja, ich hab gerade auf. Ich hab Schaden kassiert, das ist nur die Hälfte gewesen. Okay, passt. Nee, dann bleib auf deiner Position Hälfte und schau, dass die Umgebung unter Kontrolle ist. Hast du jetzt deine 2000, Hofer? Hast du jetzt deine 1000 verbaut, oder nicht? Nein, ich hab gespart. Du nicht. Kannst weiterhin machen, was du für richtig hältst. Wir sind doch recht safe. Wir werden ihn zählen, meine Leiter. Wir haben einen Sniper auf einem Marker B. Bei Medichofer. Down, ist tot. So, ich stelle uns jetzt gleich einen Mörser hier auf. Den hochschaufeln und dann gehen wir auf die. Ist da noch ein Feind? Bei Medic? Wir könnten Mörser wir hatten übernehmen. Zwei Feinde und haben die erledigt. Hast du die App? Ja. Aber wir werden beschossen jetzt. Und ich versuche dich wieder zu holen, ich mache mal auch da rum. Zeit, der Bad zu cappen. Brauchen Unterstützung. Wir müssen Schakapot hier oben noch halten, wir können hier nicht weg. Wir bringen gerade einen G-Code drauf. Hast du die Munitionskiste? Ah, scheiße, der ist. Ich setz euch eine, ich setz euch eine. Meinen Jungs irgendwie an euch ranzukommen. Ja, ohne MG kann das auch machen. Meiner Rechten, wo ich bloß geguckt habe, also Südosten müsste es gewesen sein. Ich bin sogar hinter dem Berg geklettert und der hat mich von dort. Also dann natürlich. Ich habe jetzt mal auch mit Ingenieur gewechselt. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie gemeinsam ranzukommen. Können wir vielleicht mal alle. Ich habe den Mörsermarker gesetzt. Über West rangehen. So Mörser steht. Okay. Hau mal zwei Salven raus, nicht mehr.
auf dem Mörsermarker. Geht gleich los. Vorsicht, die kommen jetzt nördlich auf die FOB zugezogen. Ich bin unterwegs, aber ich habe noch keinen guten Ort gefunden, um die FOB hinzustellen. Markier gerne die Karte. Mörser zu kurz, Mörser zu kurz. Jawohl, also das kommt von so ich markiert, aber das ist eigentlich relativ zu hart. Da wo ich gerade 20, 30 Meter länger. Platz und kannst auch eigentlich, glaube ich, ganz gut einbauen. Die sind ungefähr das ist natürlich nicht so sehr einbauen, aber. Ich bin direkt an der Hub. Das Radio, dann setze ich nur zu viel. Radio ist auch direkt dran. Radio ist auch direkt dran. Ich warte im Mörser ab und dann komme ich, okay? Ja. Okay, Squad 3, willst du mein Radio oder einer von euch? Ich bin gerade hier und mich hat's erwischt. Naja, der ist genau hier, der Mann. Vorsicht, genau bei mir. Ich habe gerade das Problem, dass meine Jungs alle oben weiter nordwestlich sind, aber. Dann Squad 4 oder sowas, irgendeiner von euch. Wir ziehen ab hier, Jungs, wir ziehen ab hier, bis auf unseren Warrior Squad da oben. Wir ziehen ab nach unten, wir gehen Richtung Baradur proper. Also wir versuchen es nochmal, es hält nochmal einer los, aber der Rest unterstützt erstmal unten. So, Squad 1 geht nach Baradur proper runter. Ich muss mir mal Muni holen, sonst mache ich nichts. Soll ich kommen? Oder beim Mörser bleiben? Nee, der Mörser ist, geht nicht weit genug. Alles klar. Ja. Also Leute, wir werden jetzt Baradur proper angreifen. Ich habe unsere Waypoint-Marker gesetzt. Nein. Bringt nichts. Wir werden Zeit aber direkt verlieren. Okay, dann nehme ich zwei Leute mit. Der Medic mit und ein anderer mit. Ach, die verlieren gerade Saitabad. Wir gehen trotzdem darunter. Ich will einen Medic mit haben und einen anderen. Der Rest bleibt hier oben erstmal bei Chaka Kot. Die verlieren Saitabad gerade. Aber wir haben die FOB zerstört, das ist schon mal wichtig. Ja, wir haben die FOB hier oben, deren Angriffsfob auf Chaka Kot haben wir vernichtet. Möchtest du nur mit dem Medic und. Geile Leistung, Squad, wirklich alles richtig gemacht. Wir haben die Mörser hochgekriegt, wir haben die Supplies hergekriegt, wir haben die Backcap gemacht, wir haben die FOB, die eine Flagge gecapped, Feind-FOB zerstört, also ich meine, besser geht's nicht. Ja, was ist mit dem Lodge von 1? Den könnt ihr haben, holt ihn euch ab. Ihr müsst mir nur die Baupunkte und die Ammo drauf lassen, das ist für unseren Warrior und unsere TOW da oben. Ja, wir werden versuchen, das zu klären. Ich setze hier drüben in Rallye und dann greifen wir Saitabad von Westen an. Der 30 Kilo HG. Ja. Können die Toten vielleicht. NPC genommen, wir kommen. Können die Toten vielleicht oben bei Chaka Kot spawnen und dann helfen? Wir werden jetzt mal. Unser Squad wird mal einen Angriff versuchen. Bergsteiner, könntest du bitte nicht zu früh erstmal da oben positionieren? Wenn du jetzt da schon kommst, dann richten die sich nach Westen aus. Sure, ich werde nicht vorher gehabt, dass ich push. Was wäre jetzt. Nur Overwatch. Bergsteiner, Jesus. Bergsteiger gibt's bei uns eine Wurst, die ist gar nicht schlecht. Oh Gott! Hast du heute schon eine Flugzeug gehabt? Ich bin eher für die Landjäger. Ah, ich muss jetzt weniger fressen am Abend. Ich lauf dann so scheiße und träum so viel Scheiße. Ach komm, gönn dir. Ich höre einen feindlichen Lodgi Hofer nördlich von dir an der Straße. Nördlich von dir an der Straße. Close bei mir in meiner Position. Fährt Richtung Fluss. Ja, kannst Richtung du Brücke? Schießen? Nee. Der fährt über der Brücke. Also wir haben jetzt ja ein Lodgy in der Main. Keine Ahnung, ich habe die nicht markiert. Drei wollt ihr vielleicht, ich schicke euch jetzt gerade ein Lodgy zu Abad Banda Bridge. Wollt ihr da dann eine andere FOB bauen? Ich bin halt gerade nicht vor Ort, wenn sie nicht reinspawnen bei unserem Rally. Ich hätte jetzt einfach eine Helikopter eingesetzt, als Backup und wer war davor gefahren.
gut, aber Lodgy wird gleich von uns runterkommen. Da am Berg ist die Hölle los. Können wir auch machen, das können wir machen. Ja, Feind hier direkt bei mir, Klaus. Ich habe feindliche Lodgys reinfahren sehen auf, wie ist das, wie heißt das? Seidabad. Ja, 9 fahren sie rein mit Lodgys, so irgendwo dort sind noch vor. Copy. Neuer Rallypoint steht. Neuer Rallypoint steht, wir gehen uns mit dem Fluss dann entlang. Ein, zwei Leute von dir Richtung Osten schicken. Oh, direkt südlich von mir steht ein MG Position, auf dem Dach, wahrscheinlich da auch der. Nordöstlich ist direkt Gegner. Ist ja, wir sind schon quasi auf dem Weg. Sag mir. Ich wiederhole, südlich von mir. Ja, unser Warrior hat da gerade einen Combat Engineer und einen Einzelnen abgefangen. Also im Osten sind definitiv Feinde. Nur damit wir die Situation dort klären können. So, geht mal hier raus und gleich nach Süden weg, auf die andere Flussseite. Wo ist denn die scheiß Muncho wieder? Achso. Der Kontakt von der Fob weg, circa war 100. Nein, der Mal gescheit. Also. Wollte ich so gehen. Danke fürs Spiel. Bis später. Was, du gehst? Ciao. Sauerei. Verräter. Oh, ciao, ciao. Mein Bridge, Mörser bauen, vielleicht können wir die ein bisschen behaken. Ja, müssen wir bei Seidabad einfach reingehen. Ja, den nieder. Ja, machen wir gleich. Wir klären erstmal, ob die FOP, wir klären erstmal, ob die FOP hier unten noch stehen haben. Über den Norden, also weiter nördlich eigentlich, sogar sind auch welche ganz weit hinten. Ah, jetzt mein Typ ist am Radio. Typ, wahrscheinlich keine FOP gefunden. Ja, genau. Bei mir Kontakt. Hab ihn. Bleib liegen. Bleib ich hol ihn, ich hol ihn, ich hol ihn. Beschützt. Okay, klar. Nördlich von Seidabad ist die Super FOB. Ist markiert jetzt. Auf Attack Marker 4. Nördlicher von Attack Marker 4, selbstverständlich. Gerne. Hier ist die Hub, ist hier die Hub. Bin in Hub. Ah, verstanden. Ich versuche an die Abad ranzukommen. Ja, Feinde noch außerhalb hier. Aus den Bergen. Braucht jetzt Unterstützung auf Chaka Kot also oder sollen wir runter pushen? Nicht zu viel, nicht zu viele abziehen von Chaka Kot. Wir sind Squad 6, also wir haben gerade die Fort gebaut und. Ja, bleib bitte in der Nähe noch von Chaka Kot. Es kann sein, dass die von Norden reindrücken. Wir sind gleich mit der Demontage von der FOB auf hier bei unserer Position gleich fertig. Und dann gehen wir nach Seidabad. Ich kann euch das gestehen, dass die im Nordosten und Nordwesten bereits immer wieder mal reindrücken. Vereinzelt, aber definitiv ist die denn. Feind FOB zerstört hier unten. Wir gehen jetzt rauf nach Seidabad. Wir gehen nach Seidabad, kommt. Jungs. Ja, also aus dem Süden kommt man relativ. Das feindliche Radio bei der Super FOB deutlich von Seidabad wurde gerade gesprengt. Hofer Richtung Eis. Seidabad zur Hälfte neutral. Hofer, komm her, heil dich. Ja, heil Hofer. Das war wohl, weiß ich nicht. Südwestlich, oder? Ja. Weiß mehr. Er muss südwestlich gewesen sein. Medic, kommst du gerade nochmal mit? Leute, wir bräuchten wirklich dringend etwas mehr Infanterie auf Chaka Kot. Wir sind hier allein mit dem Warrior, das ist zwar okay, aber trotzdem, wir kriegen zu viel Infanterie rein aus Nordost und Nordwest. Squad 6, bitte. Wir haben es jetzt neutralisiert. So, die Leute da unten bei dem Compound, bleibt mal da.
Bleibt mal da, geht schon mal den Hügel rauf. Westlich von euch. Ja, es ist anscheinend da. Mach ich auch. So. Wir treffen uns hier irgendwo da bei dem Waypoint-Marker. Schaut zwar tickettechnisch jetzt nicht super rosig aus, aber ist noch okay. Boah, ich habe schon Schlimmeres gesehen, sagen wir es mal so. Ja, schlimmer geht immer. Bisschen stressig. Was denn? Nichts mit Eierschaukeln. Ja, wir haben doch die ganze Zeit auf Chakakot-Eier geschaukelt. Wie lange willst du noch Eier schaukeln? Faules Schwein, du faules. Die tun die Finger schon weh vom Laufen. Ach, jetzt komm, dann drück halt doppel, mach halt Double Tap. Boah, nee, jetzt eine Brotzeit, ey. Das wäre was. Hör auf. Okay, gut, aber wir haben es ja in der Zeit geschafft, zu der Bad zu kämpfen, also. Oh fuck, ich bin so schade. Ja, gegen deinen Torten. Ich wurde von Rad gerade erschossen. Radio Schutz. Vorsicht, Leute. Auf meiner Position, die pushen da gerade. Sich aus, sei halt Abad, östlich, nordöstlich. Parastrophe, Gen Motor Radio Tower. Ah, das ist der Medi. Wir müssen in den Nordbogen laufen. Soll nicht anders gehen. Jo. Süden laufen die auch schon rauf. Ja, Süden sollen sie ruhig laufen, das stört mich nicht. Gerade nördlich von Zeit Abad, der möchte gerne noch gucken, ob er den Lodgy von 6 noch kriegt, aber ich geht auf Nippel hin. Bei euch da oben aus. Ich gehe auf Nippel Hill. Aber da ist ein Feind oben drauf. Feinde auf Nippel Hill, Vorsicht. Ah. Copy. Der Hügel mit dem gigantischen Nippel. Oh, ich fühle mich da richtig hingezogen. Ja, ich würde auch gern dran saugen, aber irgendwie habe ich keine Zeit dafür. Warte, ich gehe. Ich saug für dich mit. Das 54 Sekunden bis zum Rallye. Vielleicht schaffen wir ein Rallye hier hinzukriegen. Eieiei, wir sind hier mitten. Mieten im Fluss. Ist doch geil. Ist doch geil. Das ist schöne Mulla. Keine Bandagen mehr. Heiliges Ende. Medic. 36 bis zum Rallye. Da muss man ganz heimlich dann mitten auf der Kreuzung deine Mine vergraben. Habe ich oben nördlich von unserer FOB im Norden von Side Abad. Scheinbar Infanterie. Lecker. Ich hab vorhin in dem Spiel habe ich zwei Warrior damit gekillt. Sandro, schön, du kannst du nicht 16 bis zum Rallye. Kannst du oder kannst du nicht? Medic. Kannst du. Irgendwann das aber an. Zwei nochmal down auf dem Nipple Hill. Ich pirsch mich mal raus. Okay. Oh. Okay, gute Arbeit. Ein Glück haben wir vorher. Das wär genau der gewesen, der sein Rallye weggenommen hätte. Ich sah der Ball auf. 15 am Rallye. 15 am Rallye. Stand. Achtung, direkt auf meiner Position. Santo. Und Heil, wie ist am Nippel da oben? Gefällt's dir? Ja, ist clear. Ich hab. Oh nein! Oh! Also der Hügel ist clear, aber irgendwo. Noch nicht. Ich hab davor wieder spawnen. Auf Ewing. Ah, nicht wundern, 7, wir nehmen uns mal kurz den Lodgy und versuchen nochmal einen Run zu machen. Warrior weg. Warrior hoch, ne? Also ich hab jetzt auch noch einen, der, wenn gerade die Base fahren, auch ist ein Freifuhren. Also ich hab gerade tatsächlich auf den Bergen gesehen, von meiner Position 195. Ich hab eine Helmmarkierung gemacht. West oder West oder so.
misst mich an. Na Gott sei Dank haben sie mich erschossen, dass ich mir endlich am Mund holen kann. Okay, Lodge ist down. Dark ohne Mine. Da gibt's dann irgendwo was. Mann, ist das scheiße. Spawn in der Main und mach Respawn, dann passt wieder Ammo. Hier unten irgendwo ein MG-Schützen. Alter, wie viel hier schon vorbereitet wurde zum Bauen. Oh, wir cappen schon Barador proper. Ja, ob es bestätigt an dem Punkt. Ich wäre fast drin gewesen. Squad 4, ich hab jetzt einen Lodgy. Soll der gleich. Och lol, nein. Huber, kann, es kann sogar sein, dass die Pappen sicher steht. Der kann er selbst nicht herumziehen, oder? Ist markiert. Ich zieh ihn aber rein. Achtung, ich guck den MG aus dem Fenster. Brauner, ja, was move to your Chanel Member Squad 1 on H9. Hey Brauner. Hallo. Hey yo, ich mach grad Squad Lead, eine Sekunde. Machst du das besser als der Hofer? Nö, weiß ich nicht, aber der Server dann. Boah, du bist einfach so hell. Rally? Nein. Ich brauch Munition, ich hab keine Rally. Rally, Rally in 5. I need some ammo. Wir können südlich rüber und dann von hinten ran. Das funktioniert, da war ich gerade auch schon dran. Dann kann ich C4 legen. Wir kriegen gerade Besuch von einem Panzerfahrzeug bei Abad. Ja, Baradur ist gleich neutral. Komm mal her. Ist die Silber? Da vorne ist sie in der Kante. Mal rumspringen hier. Radio ist genau auf meiner Leiche auf Bravo-Augen, Alter. Ich sehe keinen Bravo-Augenmarker. Mach du mal. Erstmal muss ich mich hier bandagieren, dann nehme ich vielleicht. Mach das mal hier. Da ist die Hub. Da ist sie. Oder nochmal. Oh. Ja, nein, ich wollte die Hub sprengen. Sehr schön. Schön gemacht, Squad. Vielen Dank. Sauber. Da war jemand der bessere. Are you ready, Boots? Start walking.